Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Seite an Seite im Gedenken an die Opfer der Anschläge von Paris. Mehr als 40 Staats- und Regierungschefs haben heute an dem Trauermarsch teilgenommen. Allein in Paris waren über 1 Million Menschen auf der Straße. Die Stadt war heute das Zentrum der Welt. Eine solche Demonstration hat es in der Geschichte noch nie gegeben. Denn auch das hier sind Demonstranten. Über 50 Staats- und Regierungschefs und hohe Beamte aus aller Welt marschierten gemeinsam. Staatschefs aus Europa, Afrika, den Arabischen Emiraten. In der ersten Reihe, nur wenige Meter voneinander entfernt, Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu und Palästinenserpräsident Abbas. Sie demonstrieren gemeinsam gegen Terror. Das ist ein historischer Moment. Die politische Weltelite auf der Straße, Seite an Seite mit dem Volk. Als sich die versammelten Staats- und Regierungschefs um kurz vor 3:30 an den Armen untergehakt in Bewegung setzen, ist die Masse auf 1,5 Millionen Menschen angeschwollen. Im Zentrum der Front gegen den Terror und religiösen Fanatismus Frankreichs Präsident Hollande, direkt neben ihm Kanzlerin Merkel. Auch Israels Premier Netanyahu und Palästinenser Präsident Abbas marschieren in der ersten Reihe, ebenso wie der britische Premier Cameron und Italiens Regierungschef Renzi. Hinter den Staatschefs marschieren Hunderttausende Menschen